Die existenzbedrohenden kollektiven Krisen der Gegenwart zwingen uns dazu, lange vertraute Überzeugungen kritisch zu hinterfragen, auch wenn der Abschied von Illusionen sehr schmerzlich ist. Als systemischer Traumatherapeut habe ich Gelegenheit, die komplexen Mechanismen toxischer Beziehungsmuster genau zu beobachten und zu verstehen, wie sie unbewusst das Erleben und Verhalten der Betroffenen prägen konnten. Dadurch geschult, wage ich es, überkommene Machtstrukturen kritisch zu analysieren, um aufzuzeigen, wie wirkungsvoll sie durch geschickte Manipulation ihre Macht vergrößern, auf Kosten des Gemeinwohls und damit unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder gewissenlos aufs Spiel setzen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, bereit sind, eigene liebgewordene Denkgewohnheiten zu hinterfragen, dann lade ich Sie ein zu einer Reflexion. Wir spannen jetzt einen großen Bogen. Wir beginnen bei unseren Erkenntnissen zum frühen individuellen Bindungstrauma von heute, über den Menschen Jesus und seine revolutionäre Botschaft vor 2000 Jahren, über deren Veränderung durch die Amtskirche, um römische Staatsreligion werden zu können, bis zu deren noch heute traumatisierenden Doktrin. Diese Doktrin verstehe ich als Prototyp eines hierarchisch-narzisstisch geprägten Konstruktes, welches noch heute toxisch unsere Gesellschaft bestimmt. Das tiefere Verständnis dieser verwirrenden Zusammenhänge erlaubt vielleicht eine bessere Orientierung heute. Heutige Bindungstrauma. Als Traumatherapeut bin ich täglich konfrontiert mit den Verwirrungen meiner Klienten, die sich erklären lassen als Anpassungsreflexe an die Realität traumatisierender Eltern. Die Entwicklung eines gesunden intrinsischen Selbstwertgefühls erfordert, dass Eltern ihr Kind spüren lassen, dass es wert ist, geliebt zu werden, so wie es ist. Dazu gehört auch, dass Eltern dessen Grenzen respektieren und dieses Kind nicht für eigene Probleme verantwortlich machen. Dann erst kann das Kind ein Bewusstsein entwickeln für einen eigenen Raum. Das ist die Voraussetzung für Selbstverbindung, für die Entwicklung von Selbstbestimmung und Autonomie. Eltern jedoch, die selber traumatisiert sind und keine bedingungslose Liebe erfahren haben, können auch ihrem Kind nicht diese Zuwendung und Liebe geben. Im Gegenteil, oft erwarten sie vom Kind die Zuwendung und Anerkennung, die sie als Kind selber nicht bekommen haben. Parentisierung. Entweder fühlen sie sich durch die Bedürfnisse des Kindes überfordert, ziehen sich emotional zurück, machen das Kind für ihre Probleme verantwortlich. Sie werten es ab, beschuldigen es oder sie stellen sein Existenzrecht in Frage. Oder aber sie versuchen es besser zu machen als die eigenen Eltern. Dann mischen sie sich vielleicht übergriffig in die Angelegenheiten des Kindes ein, verwöhnen es so, dass es nicht lernen kann, eigenverantwortlich für sich selber zu sorgen. Falsches Selbst als Anpassung an eine traumatisierende Umgebung. Unter diesen Gegebenheiten ist es für ein Kind unmöglich, ein gesundes, intrinsisches Selbstwertgefühl zu entwickeln, ein verinnerlichtes, wahres Selbst, an dem es sich orientieren kann. Das erzeugt dann einen Überlebensinstinkt durch unbewusste Anpassungsreflexe, ein Überlebensprogramm, das unbewusst im Stammhirn gespeichert wird. Winnicott, der bekannte amerikanisch-englische Kinderpsychiater, nannte es das falsche Selbst. Es bestimmt am Bewusstsein vorbei das Selbstbild, das Erleben und das Verhalten eines Menschen wie ein Instinkt, da lässt es sich nur mühsam verändern. Diese individuellen Anpassungsreflexe sind dennoch erstaunlich stereotyp. Sie betreffen sowohl die emotional-kindliche Seite, damit die rechte Hirnhemisphäre, also auch das Alltags-Ich, die linke Hirnhemisphäre, das Alltagsbewusstsein, aber in jeweils unterschiedlicher Weise. Selbstverleugnung. Ein Kind, angewiesen auf die freundliche Zuwendung seiner Bezugsperson, lernt reflexmäßig alles das zu unterdrücken, was nicht erwünscht oder sogar verboten ist. Es erklärt die massive Unterdrückung von intrinsischen Selbstwert, von spontanen Gefühlen, Schmerz, Angst, Wut, Hass und mit eigenen Bedürfnissen. Nicht selten wird auch die eigene unabhängige Wahrnehmung und die eigene Einsicht, die Vernunft, als verboten unterdrückt.
Die Betroffenen verlieren dadurch ihren inneren Kompass, ihre intrinsische Orientierung. Diese ganzen Aspekte fassen wir zusammen als Selbstverlust. Magisch-grandiose Strategie. Um dennoch die Zuwendung der Bezugsperson zu gewinnen und um doch einen Ersatz für den fehlenden Selbstwert zu gewinnen, lernt ein Kind mit 1000 Antennen zu spüren, was die Bezugspersonen erwarten, was sie denken und fühlen, um sich besser an diese Erwartungen anpassen zu können. Es ist verbunden mit Unterordnung und voraus einem dem Autoritätsgehorsam. Wenn eine intrinsische Orientierung nicht möglich ist, bedarf es einer extrinsischen Orientierung nach außen. Wenn die Betroffenen kein intrinsisches Selbstwertgefühl entwickeln konnten, dann bietet ihnen dieses Programm die Chance, sich nützlich und wertvoll zu fühlen. Sie verlieren zwar die Verbindung mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen, dafür verlassen sie den Boden der Realität, begeben sich auf höhere Ebenen, flüchten sich in Fantasiewelten, in Parallelwelten, das reale Elend nicht spüren zu müssen. Es ist dann der Boden, auf dem magisch-grandiose Helfer- und Retterfantasien entstehen, verbunden mit dem heimlichen Gefühl, den anderen überlegen zu sein. Da die Wahrnehmung eigener Bedürfnisse verboten ist, um für andere nützlich zu sein, kommt dabei die gesunde Selbstfürsorge in der Regel zu kurz. Die Folgen dieses Überlebensprogramms: Symbiosemuster, Depression, Verwirrung. Ohne Selbstwertgefühl kann keine Bindung durch gegenseitige Anziehung entstehen. Stattdessen sind Beziehungen geprägt durch Anpassung und gegenseitige Abhängigkeit. Die Wahrnehmung für Grenzen, für eigene und Fremde ist nicht entwickelt. Übergriffiges Engagieren für die Bedürfnisse der anderen wird als Empathie oder Liebe missverstanden und unausgesprochen wird dasselbe vom Gegenüber als Ausgleich erwartet. Dadurch kommt es zu gegenseitigen Übergriffen. Berechtigte Ärger und Wut müssen unterdrückt werden, um die Illusion von Harmonie nicht zu gefährden. Die angestaute Wut, die Wutbombe, kann jedoch jederzeit explodieren, sich destruktiv gegen Unschuldige oder gegen sich selber richten. Dieses Programm ist verbunden mit Selbstüberforderung, Erschöpfung bis zum Burnout und Selbstabwertung bis zum Selbsthass. So entstehen Depressionen und Verwirrung. Die narzisstische Variante. Einige Betroffene verstehen es, diese Strategien so zu perfektionieren, dass sie zu Macht und Ansehen gelangen, trotz ihres traumatisch bedingten schlechten Selbstwertgefühls. Sie missbrauchen diese Macht, um sie rücksichtslos für ihre eigenen Vorteile zu nutzen, auf Kosten der Allgemeinheit. Dabei verstehen sie es perfekt, sich als selbstlose Wohltäter der Allgemeinheit darzustellen. Sie entwickeln raffinierte Strategien, um sich für andere unentbehrlich zu machen, sodass diese von ihnen abhängig werden. Sie locken mit Versprechungen und wecken Bedürfnisse, suggerieren, nur sie selber könnten diese Bedürfnisse befriedigen. Sie verstehen es subtil, das Vertrauen in die eigene Vernunft, in die eigene Fähigkeit in Frage zu stellen. Gaslighting. Das war ein Film, der diese Dynamik drastisch zeigt. Sie schüren Ängste, um andere zu verunsichern und so an sich zu binden. Sie können auch mit Gewalt drohen, um andere einzuschüchtern, damit sie ihnen nicht in die Quere kommen. Außerdem verstehen sie es, ihre Gegner zu verunglimpfen, sie lächerlich zu machen, zu Unrecht zu beschuldigen. Sie scheuen dabei weder Verdrehungen noch Lügen. Wenn der andere sich wehren möchte dagegen, stellen sie sich als Opfer dar, das Empathie braucht. Gerade erleben wir es täglich, wie ein Prachtexemplar dieser Variante gute Chancen hat, Präsident des mächtigsten demokratischen Landes zu werden. So können wir die Wirksamkeit dieser toxischen Strategien hautnah beobachten und immer genauer erkennen. Danke, Mr. Trump. Die Botschaft Jesu. Jesu Leben und seine Lehre wird überliefert durch Schriften seiner Anhänger, die jedoch erst nach seinem Tod entstanden sind. Für seine Anhänger, die an das kommende Gottesreich glaubten, war es schockierend, dass er als Aufrührer von der römischen Besatzungsmacht zum Foltertod am Kreuz verurteilt wurde. Doch sie wurden ja nun verfolgt als Anhänger eines verurteilten Aufrührers. Diese äußerst prekäre Lage beeinflusste natürlich die Darstellung vom Leben und Wirken des Menschen Jesu. Zentrale Aspekte der Haltung und Botschaft Jesu. Jesus war Mensch und er war ein Mann. Er hatte auch weibliche Schülerinnen, unter ihnen Magdalena, von der heißt es, dass er sie liebte.
Es gibt sogar ein Evangelium der Maria Magdalena. Dass dieses Evangelium später von der Amtskirche nicht anerkannt wurde, darüber hinaus Maria Magdalena als Prostituierte bezeichnet wurde, ist wohl als Folge einer frauenfeindlichen Zensur durch eine nun patriarchal gewordene Kirche zu verstehen. Jesus, der lebendige Jesus von damals, ging zu den Armen und Ausgestoßenen, zu den Sozialverfemten, um ihnen seine Botschaft zu bringen, ihr alle seid Gottes Kinder. Was auch immer ihr getan habt, was auch immer andere von euch denken, Gott liebt euch. Ist das nicht so etwas wie eine Erbwürde, eine größere Würde, wenn man einem Menschen nicht zuspricht? Das aramäische Vaterunser. Hören wir Jesus in seiner Botschaft, in dem Gebet, das er seine Schüler lehrte, und zwar in der von ihm gesprochenen Fassung auf Aramäisch. Mutter, Vater, alles Geschaffene. Dein Name tönt heilig durch Zeiten und Raum. Dein göttliches Einssein erschaffe in Liebe und Licht, ewig und jetzt. Lass deinen Willen durch meinen geschehen, wie im Geist, so in allem geformt. Gib uns Nahrung, täglich, dem Körper, so der Seele. Löse die Banden meiner Feder, wie ich sie anderen löse. Lass mich nicht verloren gehen an Oberflächliches und Materielles. Befreie mich von Unreif. Und von allem, was mich festhält und was ich festhalte. Denn dein ist die Kraft und der Gesang des Universums, jetzt und hier und in Ewigkeit. Amen. Der Inhalt unterscheidet sich wesentlich von dem uns vertrauten Text. Er orientiert sich nicht an der Vorstellung eines männlichen Schöpfergottes, der getrennt von seiner Schöpfung auf einer höheren allmächtigen Ebene existiert im Himmel. Durch diese Worte kommen wir in Verbindung mit dem göttlich-schöpferischen in uns selber. Gott in die Natur und die Natur sind in Wahrheit eins. Gott und das Göttliche sind gar nicht getrennt von uns. Das war schon die Lehre von Ibn Arabi im 13. Jahrhundert. Das war damals ein Sufi-Gelehrter, der die Lehre vertrat von der Einheit des Seins. Alle Dinge im Universum sind mindestens Manifestationen einer einzigen Realität. In unserem Konzept der systemischen Selbstintegration verstehen wir das wahre Selbst als unser Bewusstsein, das uns die Erde trägt, die Natur hervorgebracht hat und trägt und nährt bedingungslos. Dieses Wissen gibt uns eine Würde, unabhängig von Leid oder Schuld der Eltern, unabhängig auch von den eigenen Leistungen oder von der Anerkennung durch andere. In diesem Selbstbewusstsein damals wagte es Jesus, sich gegen die Mächtigen zu stellen, gegen die hohen Priester, die ihre Macht missbrauchten, um im Namen der römischen Besatzungsmacht von der Bevölkerung den Zins einzutreiben. Der vertrieb die Händler aus dem Tempel, die durch ihre Geschäftemacherei diesen heiligen Raum verunreinigten. Das war der Grund, warum die Menschen ihm und seiner Lehre folgten. Diese Überzeugung, diese Authentizität, dass er in sich selber diese Kraft spürte. Andererseits war das auch der Grund, warum die römische Besatzungsmacht ihn zum Foltertod am Kreuz verurteilt, seine Anhänger über 300 Jahre verfolgte. Kommen wir jetzt zu der Amtskirche und ihrer Version von Jesus und seiner Botschaft. Ist es nicht erstaunlich, wie die kirchliche Doktrin die Lebensgeschichte von Jesus völlig umdeutete, ja geradezu ins Gegenteil verkehrt? Also aus Jesus, dem Revolutionär aus Liebe zu den Menschen, wurde das willenlose Opferlamm Gottes. Aus dem schmählichen Foltertod am Kreuz mit einem Aufrührer wurde eine Heilstat Gottes. Der Gottessohn musste am Kreuz sterben, durch dieses Opfer die Sünden der Menschheit zu tilgen. Zur Begründung für dieses Narrativ wurde der Sündenfall aus der Schöpfungsgeschichte ausgegraben, um den Menschen eine Erbsünde zusprechen zu können, statt der von Jesus verkündeten Erbwürde. Noch erstaunlicher scheint mir, dass diese Kreuzestheologie, wie sie auch genannt wird, über die Jahrhunderte fast widerspruchslos akzeptiert wurde.
Es gibt bis heute dazu nur wenige Stimmen von Seiten der Theologen. Die kirchliche Doktrin als traumabedingte Anpassungsreaktion auf die römische Macht. Angesichts der Christenverfolgung jedoch ist diese Umdeutung als Überlebensstrategie bei einer existenziellen Bedrohung sehr verständlich. Die seitens der römischen Macht unerwünschte, aufrührerische Seite Jesu wurde unterdrückt, verschwiegen, geriet in den Hintergrund. Die Rolle der römischen Besatzungsmacht, der Täter, die Jesu Foltertod hier angeordnet hatte, wurde relativiert, ja geradezu gerechtfertigt, als Teil eines göttlichen Heilsplans. Aus Sicht des Traumatherapeuten wäre das eine frühe Variante des Stockholm-Syndroms. Erst durch diese Verfälschung wurde die Doktrin der Kirche kompatibel mit der römischen Macht. Wahrscheinlich war es Paulus, der selber theologisch geschult die geschichtliche Wahrheit verfälschte. Dadurch wurde nicht nur das Dilemma gelöst, sondern die Kirche wurde römisch. So konnte sie 300 Jahre später zur römischen Staatsregierung. Das war genial. Das war spektakulär. Das war geradezu jesuitisch. Aber um welchen Preis? Die Person und die Botschaft des Menschen Jesus wurde verfälscht, geradezu ins Gegenteil. Dieser Christus der Kirche wehrt sich nicht gegen die Anmaßungen der Mächte. Er wird zum wehrlosen, duldsamen Opferlamm. Das schmähliche Ende des Menschen Jesus, seine Beurteilung als Opfer zum Tod am Kreuz, wird umgedeutet zu einer Heilstat Gottes, der seinen einzigen Sohn opferte, die Sünden der Menschheit zu tilgen. Aus traumadynamischer Sicht beobachten wir hier ein weiteres eigenartiges Phänomen, diese Spaltung, wie wir sie auch beim individuellen Überlebensprogramm finden, einerseits eine Verleugnung des wahren Jesus, des Jesus, der es wagte, sich gegen Unrecht zu wehren, andererseits die magisch-grandiose Überhöhung des auferstandenen Jesus, sich nun auf einer höheren Ebene befindet, als ein Gott, der an der Seite des allmächtigen Vater Gottes die Welt regiert. Die Verfälschung der Lehre Jesu als narzisstisch-patriarchale Doktrin. Jesu zentrale Botschaft, ihr seid Gottes geliebte Kinder, wurde ins Gegenteil verkehrt, ihr seid von Geburt an schuldig. Statt der beglückenden Botschaft Jesu, ihr seid Gottes Kinder, stand so die frohe Botschaft, Euangelium der Kirche. Der allmächtige Schöpfer Gott hat seinen eingeborenen Sohn geopfert für euch, um eure Sünden zu tilgen. Warum erspüren so erstaunlich wenig Menschen, wie unfroh eigentlich diese Botschaft ist? Wirkt das schon ein Verbot, die eigene Wahrnehmung, die eigene Vernunft zu benutzen? Für diesen Vorgang gibt es sogar einen technischen theologischen Terminus, Sacrificium delectus, das Opfern des eigenen Verstandes. Unfroh und belastend diese Botschaft mehr in mehrfacher Hinsicht. Einmal, sie beschädigt die Würde des Menschen, sie erzeugt Schuldgefühle und bringt Menschen dazu, sich in vorauseilendem Gehorsam zu unterwerfen, um sich für höhere Ziele in den Dienst nehmen zu lassen, für einen Gott, für eine Kirche oder auch für weltliche Autoritäten. Der Begründer des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, formulierte für seine Ordensbrüder diese christliche Tugend des Gehorsams folgendermaßen: Gehorsam komme un corpo muerto, wie ein lebloser, willenloser Körper, sich dem göttlichen Willen zu unterwerfen. Narzisstischer Machtmissbrauch. Durch diese Botschaft der Erbsünde erzeugte die Kirche ein Bedürfnis nach Erlösung. Nur sie, die Kirche, verfügt über die dazu erforderlichen Gnadenmittel, die Sakramente. Hier begegnen wir, wahrscheinlich zum ersten Mal, einer narzisstischen Strategie, Bedürfnisse zu erzeugen, für die man selber das Monopol beansprucht. Wie bekannt wird diese Strategie bis heute durch das kapitalistische Wirtschaftssystem verwendet, mit unheimlich Wirkung. Das Sakrament des Abendmahls. Dieses Ritual eines gemeinsamen Mahls der Gemeinde soll an die Erlösung durch den Opfertod Christi erinnern. Verstärkt wird das durch die magische Vorstellung, dass sie durch das Ritual der Wandlung Brot und Wein in Fleisch und Blut des Geopferten verwandelt.
Das gemeinsame Einverleiben von Fleisch und Blut Christi schafft eine Verbindung mit dem geopferten Christus. Das wird noch bekräftigt durch die Aussage, dass Christus an unserer Stelle gesühnt habe, dass eigentlich die Gläubigen den Kreuzestod verdient hätten. So lernen Menschen, sich mit Christus, mit dem Opferlamm zu identifizieren, statt mit dem wahren Christus, mit dem Christus, der sich gegen den Machtmissbrauch der Mächtigen wehrt. Dieses regelmäßig vollzogene Ritual hatte natürlich eine unglaubliche hypnotische Wirkung. Über Jahrtausende vermittelte es Menschen von klein auf ein Bewusstsein von Schuld und Scham. So wurde ihnen die unschuldige Freude an sich, an ihrem Körper, an der Fröhlichkeit, Lebendigkeit genommen. So wurden sie bereit, sich bedingungslos für die Interessen der Kirche oder die der Herren instrumentalisieren zu lassen. Vergessen wir nicht, bis vor 200 Jahren waren ca. 95% unserer Vorfahren rechtlose Leibeigene. Das Recht, das Land zu besitzen, hatte nur der Adel, hatten nur die Herren, der Adel und der Klerus. Die Leibeigenen hatten nicht das Recht, Land zu besitzen. Vertröstung auf die Zukunft. Für die Machterhalt der Kirche war ein weiteres Prinzip entscheidend. Das jüngste Gericht, die Bestrafung der Schuldigen und die Belohnung der Gläubigen wurde auf eine unbestimmte Zukunft verschoben. So konnte die Kirche heute schon die drastischen Strafen eines jüngsten Gerichtes und die Belohnungen der Frommen bilderreich ausmalen, um ihre Schäflein auf dem rechten Weg zu halten. Das sollte es ihnen dann leichter machen, das gegenwärtige Leid zu ertragen. Der kleine feine Unterschied bestand allerdings darin, dass die Herren schon im Diesseits, im Hier und Jetzt feiern und passen konnten. Das erinnert an die oben erwähnte Überlebensstrategie, angesichts einer unerträglichen Alltagsrealität sich in Parallelwelten zu flüchten, um wenigstens die Illusion vom Glück zu haben. Allianz von Adel und Klerus. Durch diese Ausführungen hoffe ich deutlich zu machen, einerseits durch welche Strategien die verfolgte Christengemeinde der ersten Jahrhunderte überleben konnte, ja sogar zum römischen Staatsregion werden konnte, indem sie die ursprüngliche Botschaft Jesu ins Gegenteil umkehrt. Dazu musste sie auch die Person Jesus verändern vom Revolutionär aus Liebe zum wehrlosen Opfer. Gleichzeitig wird deutlich, das damalige Überlebensprogramm der verfolgten Gemeinde zu einem wirksamen Werkzeug narzisstischen Machtmissbrauchs durch die Institution der Kirche wurde. Die Botschaft Jesu ist dennoch immer noch lebendig. Es gibt zum Glück auch innerhalb der Kirche Menschen, die sich nach der ursprünglichen Botschaft für Jesus orientieren, besonders in den karitativen Bereichen. Sie tragen entscheidend zum Zusammenhang, zum Zusammenhalt unserer Gemeinschaft bei, unserer Gesellschaft bei. Sie müssen nicht selten ertragen, dass ihre Tätigkeit von der Amtskirche noch dazu missbraucht wird, um deren Machtmissbrauch zu relativieren und zu verschleiern. Der Feudalismus verschwand, der narzisstische Machtmissbrauch blieb. Heute sind es andere Machteliten, die es verstehen, die bereits bestehenden Verhaltensprogramme zu triggern durch eine Mischung von Versprechungen, von Drohungen und Verschleierungen, durch Lügen und Verdrehungen und zu bewirken, dass Menschen nicht erkennen, was in Wirklichkeit notwendig wäre, beziehungsweise dass sie glauben, es wäre unmöglich, das zu erreichen. Es wird immer deutlicher, die Vorstellung eines allmächtigen Schöpfergottes ist widernatürlich und absurd. Er ist ein Konstrukt, geschaffen von einer patriarchalen Männergesellschaft, ihren eigenen angemaßten Machtmissbrauch zu verschleiern und zu rechtfertigen. Es ist endlich an der Zeit, diese Schleier zu zerreißen, damit dahinter die hässliche Fratze des patriarchalen Narzissmus sichtbar wird. In Andersens Märchen des Kaisers Neue Kleider ist es ein Kind, dessen Wahrnehmung noch unverstellt ist von den gesellschaftlichen Verboten, sodass es sagen kann, der Kaiser ist doch nackt, sodass auf einmal alle das sehen können. Vielleicht ist es heute ein 83-jähriger Arzt, der euch diese Sätze zuruft, die der bereits erwähnte Sufi-Meister Ibn Arabi bereits vor 700 Jahren formulierte: Es gibt nur zwei Dinge zu tun, das Notwendige und das Unmögliche.
Ich schließe mit dem Gebet, das Jesus seine Schüler lehrte. Du hast alles Erschaffene hervorgebracht. Ohne Namen wirkst du heilig durch Zeiten und Räume. Dein göttliches Einssein schafft in Liebe und Licht, ewig und jetzt. Lass deinen Willen durch meinen geschehen, im Geiste wie im Körper. Gib uns täglich Nahrung, dem Körper wie der Seele. Löse die Fesseln meiner Verfehlungen, wie ich sie anderen löse. Lass mich nicht verloren gehen in Oberflächlichem und Materiellen. Befreie mich vor Unreife, von allem, was mich festhält oder was ich festhalte. Denn allein du bist die Kraft, du bist der Gesang des Universums, jetzt und hier und in Ewigkeit.